Was ist die Versorgungslücke bei der Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wie viel Geld brauche ich im Alter oder im Ruhestand, um halbwegs vernünftig oder auskömmlich leben zu können? Das ist natürlich immer eine individuelle Betrachtungsweise, ist es auch völlig klar. Aber es geht ja darum, dass wir wissen, wie viel Geld habe ich im Alter überhaupt zur Verfügung. Und deswegen sprechen wir auch oder wird allgemein gesprochen von einer Versorgungslücke. Und die Versorgungslücke ist nichts anderes als die Differenz zwischen dem finanziellen Bedarf im Ruhestand und dem Einkommen, was ich als Rentner oder Sie als Versicherter zur Verfügung haben. Und da gibt es eine Faustformel, die sagt, Versorgungslücke ist nichts anderes als der Versorgungsbedarf minus dem Einkommen, welches tatsächlich zur Verfügung steht. Pauschal kann man sagen, dass der finanzielle Finanzbedarf sich im Alter durch verschiedene Komponenten berechnet oder errechnet. Das sind zum Beispiel die Haushaltsausgaben für Miete, Nebenkosten, Haushaltsgeld, Versicherung, also auch Geld fürs Einkaufen, Unterhalt, Auto, Kredite, Aufwand für persönliche Hobbys, Reisen und so weiter. Wenn man das alles zusammengefasst hat, dann hat man sozusagen seinen persönlichen Finanzbedarf im Alter. Und man muss natürlich auch, um eine Versorgungslücke sauber berechnen zu können, auch gucken, wie viel Geld muss ich für Neuanschaffung, für Reparaturen und so weiter einkalkulieren, muss ich dafür Rücklagen bilden. Da gibt es so einen berühmt-berüchtigten oder einen berühmten Richtwert, der sagt, 90% des letzten Nettoeinkommens sind der Finanzbedarf für das Alter. Das heißt also, wenn jemand vor seiner Rente 2000 Euro netto verdient hat, dann sollten 1800 Euro an Einkommen für das Alter dann da sein. Und im klassischen Sinne bedeutet das, dass wenn ich einen Versorgungsbedarf von 1800 Euro habe und ich nur eine gesetzliche Rente bekomme von 1300 Euro netto, dann habe ich eine Versorgungslücke von 500 Euro. Und genau hier setzt dann sozusagen das Ermitteln der Versorgungslücke an, kommt zu diesem Ergebnis und zeigt uns dann letzten Endes, was müssen wir tun, um diese Versorgungslücke zu schließen. Und das Hauptproblem, vor allen Dingen in Ostdeutschland, ist bei den meisten Versicherten in Ostdeutschland, dass hier es nur ein Einkommen im Alter gibt, nämlich das Renteneinkommen. Und die derzeitige Rentnergeneration hat es da noch relativ gut. Die bekommen sogar zum Teil höhere Renten als in Westdeutschland, aber die nachfolgende Rentengeneration, vor allen Dingen die, die nach der Wende dann auch arbeitslos geworden sind, bei denen wird das Renteneinkommen deutlich runtersinken und damit auch die Versorgungslücke entsprechend höher werden. Die Berechnung der Versorgungslücke dient auch dazu, um Vorsorgen für das Alter zu treffen. Das heißt also, wie viel Geld brauche ich, um zum Beispiel eine Riester-Rente oder eine private Rente anzusparen, damit ich im Alter neben der gesetzlichen Rente dann auch noch dort entsprechende Einkünfte habe, um eine entsprechende Versorgungslücke zu schließen. Nicht zu vergessen, auch die Teuerungsrate müssen Sie dort mit einkalkulieren. Das heißt also, wenn ich heute 2000 Euro Nettoeinkommen habe oder das Versorgungseinkommen dann 1800 beträgt heute, heißt es nicht, dass das Versorgungseinkommen in 20 Jahren dann auch 1800 Euro wert ist, sondern da muss ich dann natürlich auch noch Geld oben drauf packen. Für uns ist es wichtig, dass die Rentner von morgen schon wissen, was konkret an gesetzlichen Rentenansprüchen da sind und wie die Versorgungslücke aussieht. Und deshalb ist es auch wichtig, oder deshalb ist es für uns auch wichtig, dass Sie selbstverständlich diese sogenannten Rentenschätzer im Internet nutzen sollten. Das heißt also, die geben Ihnen einen groben Überblick für die Zukunft. Aber ein solcher Rentenschätzer ist natürlich nicht in der Lage, die genauen Rentenansprüche zu prüfen und zu korrigieren, wenn dort Fehler entstehen, sondern hier müssen wir letzten Endes dann auf die deutsche Rentenversicherung zurückgreifen oder auf spezialisierte Rentenberater und Rechtsanwälte, die Ihnen dann die gesetzliche Rente genau ausrechnen können. Also für die Berechnung der gesetzlichen Rente sind solche Rentenschätzer letzten Endes nicht geeignet und hier können auch sehr grobe Berechnungsfehler entstehen, wenn man letzten Endes
in der Höhe der Versorgungslücke dann entweder zu viel Geld einsetzen muss oder zu wenig Geld einsetzen muss, um diese Versorgungslücke dann zu schließen. Die Rentenberater und Rechtsanwälte von Rentenbescheid24.de ermitteln konkret ihre Versorgungslücke im Alter und berechnen ihre gesetzlichen Renten einschließlich der Hochrechnung, schließen Lücken und finden Fehler in den Angaben der deutschen Rentenversicherung. Näheres zum Thema Versorgungslücke im Rentenalter finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.